Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mafia 3 weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur. So, wir machen gar nichts, weil das Spiel reinscheißt. Oder es geht doch. Okay. Ich hätte jetzt echt gedacht, das Spiel macht jetzt gerade mal einen Sittich. Aber anscheinend nicht. So, wir müssen mal gucken, was wir als nächstes machen sollen. Okay. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall ein Kopfgeld machen. So, ich muss ja mal gucken, was wir hier machen sollten. Hör auf zu hupen, Mann. Ich habe mich doch einfach nur ein bisschen vorgedrängelt. Und guck mal, ich beschleunige doch eh schneller wie du. Du, Alter, okay. So, wollen wir hier mal so ein bisschen... Dankeschön für den nicht reinmachen des Weges. So, jetzt bin ich am überlegen, ob wir uns eine schusssichere Weste gerade holen, Leute. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Dann holen wir uns mal gerade eine schusssichere Weste und wir holen uns vielleicht etwas Munition. Keine Ahnung, wie es nämlich gerade aussieht. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich nehme ja immer sehr viel im Voraus auf und deswegen muss ich jetzt immer erst ein bisschen gucken, wo wir denn waren, Leute. Zack, ist voll, ist, haben wir angezogen. Unsere Liste ist abgeschlossen. Du weißt, so, wie du mich finden kannst. Ja, ja, ich weiß, wie ich dich finde. So, dann wollen wir mal gucken, wo der Pisser ist. Der ist da oben auf dem Dach oder eine Etage. Da, ne, da ist er. Okay, pass mal auf. Also der holt die Verstärkung. Aber wir haben die Aufgabe eigentlich schon erledigt. Wir können uns eigentlich verpissen. Wir haben die Aufgabe erledigt. Einsteigen. Weil den Typen, den wir töten sollten, haben wir getan. So. Dann parken wir mal und gucken, wo wir jetzt hin sollen. Was ist jetzt der Fall? Triff dich mit Donner. Rede mit Jack. Rede mit Donner. Rede mit... Wir haben doch die Sache erledigt, oder nicht? Da muss ich dir recht geben. Regen ist nervig. Was haben wir denn hier? Wer ist denn hier? Okay. Ich glaube, die sind da oben. Okay. Unwichtig. Wir müssen jetzt mit irgendeinem reden. Aber mit wem? Okay, schaut jeden Schmuddeldecker in der Story, kriegt vor den Leuten. Nie zurückgeben würde, dass sie das lesen wollen. Ich hab doch die Sache erledigt. Eigentlich haben wir die Sache erledigt. Aber anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir doch die Leute hier töten. Kacke! Suche Schutz! Hier rüber! Er ist hier drüben! Der Scheißkerl hat mich getroffen! Ich hab meinen Mann verloren! Alles muss man selber machen. Oh Gott, lauft! Alter, was leckt denn das jetzt hier so? Du rufst nicht die Polizei, dankeschön. So, dann räumen wir halt jetzt hier. Wenn er nicht mehr hier ist, gebe ich keinen Fliegenschiss auf ihn. So. Haben wir die Sache auch erledigt. Gibt's hier noch irgendwas, was wir zerstören sollen? Gehen wir hier mal hoch und gucken mal, was es denn hier Schönes gibt. Anscheinend. Gehen wir hier mal hoch.
Was leckt denn da hier so? Gleich nach der Aufnahme dann erstmal nochmal neu starten. Irgendwas ist hier faul. Jetzt haben wir doch diesen Typen hier getötet. Wo geht's hier hin? Haben wir hier noch irgendwas? Aber wir haben auch nichts, was wir hier mehr zerstören können. Aber wir haben noch eine Notiz für euch. Tut mir leid wegen gestern Abend. Gib mir bitte noch eine Chance. Ich weiß, wir können das schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Aber anscheinend haben wir hier wirklich alles erledigt, Leute. Wir haben jetzt den letzten Pizzemann da getötet und damit war das jetzt in Ordnung. Hier gibt es keine Sachen, die wir zerstören können. Geschweige irgendwas anderes. Zerrapp, zapp, zapp. So, müssen wir trotzdem überlegen, wo wir hin sollen. Er war nicht glücklich bei den Riesenmafia und hatte den Ehrgeiz der Straße. Ich hab... Lass mal da hinfahren, mal gucken, was das hier ist. Gucken wir mal, was das ist. Und dann sehen wir... Hör auf zu meckern. Ich fahre doch jetzt auf die richtige Seite. Und dann gucken wir mal, was uns dann erwartet, würde ich sagen. Aber warum das vorhin jetzt die ganze Zeit so komisch ruckelt? Komm wieder. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir hätten einen Auftrag, dem wir folgen sollten. Aber das ist unwichtig. Ja, hier ist doch der Typ. Ja, dann sind wir doch jetzt richtig. Alles klar. Auf die Tür. So, dann sind wir da ja doch richtig. Alles klar. Ich wusste nämlich nicht mehr, welcher Auftraggeber das war. So. Ach, Boss. Haben Sie was von dem Zeug in Frankies Erpressungsmaterial gesehen? Manches davon ist... Wow! Wie? Sie haben also diesen Riesenwirbel auf der Baustelle verursacht. Das hat mir eine Menge Stoff geliefert. Ja, Die Auflage ist stark gestiegen, seit Sie Bernards Laden aufgemischt haben. Bleiben Sie dran. Ich bin doch fertig mit der Scheiße. Ich bin fertig hier in dem Bezirk. Ich verstehe es jetzt gerade gar nicht. Null. Vergiss das Rathaus, komm bei Klein weiter, wenn du nicht ernst hier kommst, verdient. Okay, 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 aber eigentlich sind wir... Eigentlich sind wir fertig. Nur dieser Parkpenner... Sorry, wenn ich gerade so leise bin, aber irgendwas passt ja gerade nicht. Kann man das aufmachen? Nee, schade. Ja. Warum kannst du... Jetzt läuft das schnell. Ja. Er hat nichts Neues. Das können wir, da können wir wieder nur so Nebenverdienst machen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal jetzt hier so gerade so ein paar Dinge ab. Und dann werden wir nämlich weitersehen. Es kann auch sein, durch den Hänger, den wir vorhin hatten, dass da irgendwas nicht passt.
Weil normalerweise müsste jetzt die Aufgabe weitergehen, dass der Boss kommt. Aber der kommt ja nicht. Wir haben alle Sachen erledigt. Aber und sonst nichts. Macht mir gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen, wie ich hier weiterkomme. Vor mir nicht, Freundchen. Hättest den Hosenstall zulassen sollen, dann wärst du jetzt nicht in dieser Lage. Das ist... Okay, er hätte den Hosenstall zulassen sollen. Hallo. So. Da hätten wir aber locker reindrücken können, Alter. Ich habe Reflexe wie eine Schlaftablette, ich sag's euch. Oh, da ist nichts, okay. Sag, Boss. Leg das zurück. Sag nicht. Du da. Scheiße, ich ruf die Bullen. Was rufst du? Du rufst gar nichts. Du mein legst. Gott, das war schnell. Ja, Mutti. Kannst zwar sehen, wa? Oh, es regnet nicht mehr. Juhu. Nehmen wir das mal mit. Sehr schön. Hier hätten wir zu viele Zeugen, um das Auto mitzunehmen. Ich hätte gern ein Cabrio, aber es regnet doch noch leicht. Ich hätte gern ein Cabrio. Oh, guck mal. Hey, du. Raus. Dankeschön. Das Auto war doch schon an. Okay. Was können wir denn hier an der Tankstelle machen? Gehen wir da mal gerade gucken. Was mich einfach wundert ist, dass es nicht weitergeht. Aber ist jetzt auch gerade mal ein guter Punkt, um gerade ganz kurz zu gucken, was wir hier alles machen können. Früher an den Tankstellen konnte man tanken, man konnte sie ausräumen und... einiges mehr. Da habe ich auch mal Kritik gelesen, dass man hier wahrscheinlich gar nichts mehr machen kann. Davon gehe ich auch mal aus. Was soll denn das werden, Freundchen? Was denn? Vorsicht, Platz! Du überstrapazierst dein Glück, Jungschen. Ich? Er hat ihn einfach abgemurkst. Scheiß Regen. Hallo. Wieder ein bisschen Geld geklaut. Einfach mal so, weil wir es können. So, dann können wir das mal noch abhören. Wir haben noch 7 Stück. Aber wir können eigentlich hier so ein paar Dinger mal machen. Jetzt scheint anscheinend das Problem mit dem Lex vorbei zu sein. Ja, die Tankstelle sogar geschlossen. Cool, Mutti. Mach mal auf hier. Dankeschön. Oh, hey, schon wieder. Ich bin echt eine Schlaftablette. Mutti, du bist ja am Schlafen, du. Wieder ein kleiner Leck. Warum? Warum, warum? Eine Sache. Aber ich sage dir, das Zeug, was ich hier habe, ist erstklassig. Einen besseren Preis kriegt man in ganz. Okay. Den können wir auch noch machen und dann haben wir keine Abhördinger mehr. Okay. Weil wir sollen das Polizeipräsidium abhören. Okay, gehen wir mal gucken, ob wir da denn reinkommen ins Polizeipräsidium. Gehen wir mal hier durch. Kommen wir natürlich wieder nicht lang. Oh, scheiße. Okay. Unbefugtes Betreten. Ich hab Ärger, schick ein paar Jungs. Oh, scheiße. Verdächtige Person auf Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ach, scheiße. Der ist umgefallen. Wir haben ein Tötungsdelikt in der Innenstadt. Bitte überprüfen.
Okay, machen wir mal ein bisschen Bullshit. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht nähern. Autos gefallen mir gar nicht. Was beschlagnahmt ihr denn für Autos? Die sind ja unlustig. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ja, seht ihr mal da drüben nach. Ich mal auf rumzulecken ständig. Verstehe nicht. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Ich suche mir Deckung! Hey. Alter. Ich würde sagen, Leute, ich breche hier die Folge ab. Irgendwo ein Schiff. Müsste mich ja eigentlich noch. Oh, Krabbenparty. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Ich sollte lieber auch abhauen. Ich will ja nicht sterben. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Den hätte ich gerne. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Okay, Gas. Okay. Einfach Hackengas und raus aus dem Gebiet. Nein, mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Wollte den erst folgen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich mich jetzt erstmal verpieseln tue. So. Und ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt gleich erstmal meinen Rechner neu starten. Irgendwas ist ja hier faul, dass ich immer diese Lags habe. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann. Tschüss.